Und damit herzlich willkommen zurück zu FIFA World Cup 2002. Türkei. Die Türkei beginnt in Ulsan. Ach, ich kriege gesetzt. In Ulsan gegen Brasilien. Also ich kann mir persönlich leichtere Auftaktspiele vorstellen, aber man muss gewinnen, was man gewinnen muss, ne? Sagt schon bestimmt irgendeine alte Weisheit. Von mir aus. Ich habe die Aufstellung nicht gemacht. Das sollte ich vielleicht nach dem Spiel mal machen. Für den Moment habe ich Hakan Şükür. Und ja, mal gucken. Ercan. Türkei verliert erstmal den Ball. Der Einsatz könnte heute stimmen. Also man muss nicht zwangsläufig gegen Brasilien verlieren. Das würde ich auf keinen Fall sagen. Die Chancen sind auf Seite der Südamerikaner, das ist ganz klar. Ja, die Gewinnchancen, so. Auf Seite der Südamerikaner und, naja, gut. Mal gucken. Jetzt Spiel, genau, hör doch mal hin. Aber was wollte ich sagen, keine Ahnung. Ümit Davala. Kann gegen Roberto Carlos und seinen zugegebenermaßen Wacken-Schuss nichts machen. Muss aber auch gar nicht. Bei so einem Schuss ist das nicht nötig. Davala. So, das kennen wir sogar noch aus This is Football 2003, fällt mir gerade auf. Der war ja da, glaube ich, noch bei Bremen. Erdem. Erdem will in die Mitte spielen. Ah, nein, selber schuld. Das war total dämlich. Ja, gibt rot. Ich habe schon verstanden. Ist gut. Belözoğlu Emre. Herzlichen Glückwunsch zur roten Karte nach 7 Minuten. Hauptsache, Hakan Şükür ist noch drin. Das wird wichtig. Der Rest, naja, gut. Ist halt so. Okan. Korkmaz. Der ist, glaube ich, auch Ümit. Ümit Korkmaz. Sagt mir auch irgendwas, der Name. Ercan. Ercan, schöner Schuss. Etwas Unsicherheit bei den brasilianischen. Bei dem brasilianischen Torwart. Dessen Namen ich immer noch nicht weiß. Es könnte immer noch Marco Schuadi da sein. Inzwischen tendiere ich eher zu Marcos, aber sicher ist das noch lange nicht. Okay, Alpay, genau, spiel erstmal zurück und kann sich ja leisten, oder wie? Typhoon. Er hat seinen Namen lesen wir heute öfter. Da könnte noch was gehen bei dem. Bei dem Jungen. Erdem, ich finde es immer noch total dämlich, dass ich die Gegnernamen nicht sehe. Ich weiß nicht, wer sich dabei was oder eben auch nichts gedacht hat. Danke. Typhoon, der Retter der Not. Und Erdem, zum 180. Mal, Leute. Havuchu. So könnte man es aussprechen, das weiß ich nicht. Kommt da irgendwer an? Şükür ist nicht da, wo er stehen sollte. Macht's eben nix. Okan. Brasilien ist nicht wirklich aktiv. Lassen die Türkei so ein bisschen kommen. Aber bei der Abwehr ist immer Schluss. Also weiter als der Abwehrriegel. Weiter als bis zum Abwehrriegel kommen sie nicht. Und dann sind sie einmal da. Eine einzige Chance braucht Rivaldo. Zum 1:0 für Brasilien. Hakan Şükür, ja. Wo ist jetzt dein Tor, Junge, das wir so dringend brauchen? Ercan. Ach. Das, ja, sag ich nichts, war nichts. Aber das war der erste Schuss für die Türkei. Muss man auch sagen dürfen. Mit Korkmaz. Ob da nicht die Hand im Spiel war, also das sah verdächtig nach Hand aus. Andere Seite. Und Retschbär. Glaube ich mal. Wahrscheinlich steht es in 800 Mal in den Kommentaren. Der spricht mal so und so aus. Weil ja die Mehrzahl meiner Zuschauer der türkischen Aussprache mächtig ist. Verstehe ich auch. Dann darf man ganz klar kritisieren. Ich werde es nur erstmal nicht lesen. Korkmaz. Ich lese erst, wenn die WM mit der Türkei schon vorbei ist. Dann könnt ihr es euch nämlich auch sparen. Havuchu. Oh!
Kommt erstmal vorbei, wird aber von zwei brasilianischen Abwehrspielern in die Mangel genommen. So gut ist er dann eben auch nicht. Und diese Pässe, man muss sagen, das ist ein Problem, weil die kommen einfach blind nach vorne. Und Brasilien macht es vor, effektiv sein. Ja, nicht irgendeinen Schlons machen, effektiv sein und dann läuft das. Der Fuß. Ich finde es geil, wie bei jedem Spiel die deutschen Kommentare. Das ist, also da hat sich jemand, glaube ich, auch nicht Gedanken gemacht einfach. Hakan Şükür. Alpay. Und jetzt Brasilien. Wir haben es gesehen. Die brauchen eine Chance, dann knallt es bei denen. Ümit Davala ist erstmal zur Stelle. Und der könnte gehen, Erdem, aber der Keeper ist da. Nein. Ärgerlich. Erdemlich. Oder so ähnlich. Korkmaz. Jo, 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 jo. Da geht noch was. Also man muss nur einmal den Abwehrriegel knacken von Brasilien. Es muss nur einmal Hakan Şükür vorne sein. Dann wird das der Ausgleich. Darauf wette ich. Aber diese Bedingung, dass man erstmal durchkommt durch den Abwehrriegel de Brasilia, das ist auch gar nicht mal so einfach. Wie man hier die ganze Zeit schon sieht. Typhoon. Den Ball hätte man bekommen dürfen. Nenne ich jetzt mal ganz, ganz unförmlich. Und ungeniert Orkan. Ich muss immer an Orkan denken. Und dann hat auch noch Typhoon den Ball. Und dann ist alles vorbei. Und dann muss ich mir so einen Spruch verkneifen, wie die Türkei stürmisch unterwegs oder so. Am Limit. Liebe ich mit diesem Spruch. Am Limit. 1-0 Brasilien. So wie es ja auch dann ausging. In echt. Im Halbfinale zumindest. Damals war es aber Ronaldo, nicht Rivaldo. Havuchu. Ich glaube, dass Costa Rica bei der letzten WM weitergekommen ist. Gegen die Türkei. Lag am Auftaktspiel. Das ist einfach, das ist Kopfsache. Costa Rica hat im ersten Spiel rasiert. Hatte China als Gegner. Die Türkei hat verloren gegen Brasilien. Und dann, ja, Kopfsache, wie gesagt, dann tut die ihr Übriges. Und Okan. Şükür. Havuchu, naja, komm. Jung, bitte. 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 Jetzt geht noch mal einer zum Ball hin. Brasilien kombiniert sich hier fröhlich einen durch, oder wie? Keeper hält immerhin mal. Guter Reflex, trotzdem sehr, sehr fragwürdig, was die Abwehr da bitte macht. Ja, gut. Wie viel Einfluss ich jetzt darauf hatte, weiß ich nicht, will ich aber auch gar nicht wissen. Hauptsache, der Ball ist nicht drin. Şükür rennt nach. Heute aber bisher, muss man ehrlich sein, leider blass geblieben. Alter. Ja, mit dem Fuß. Mit was denn sonst? Willst du mit der Hand passen oder was? Trottel. Havuchu. Grätsche zum ersten. Aber, ja, ich gehe mal davon aus, links außen ist immer Rivaldo. Egal was ist, Hauptsache Rivaldo ist da. Hakan Şükür. Probiert es einfach mal aus der Distanz. Ja, warum nicht? Warum denn nicht? Havuchu! Ja! Hakan Şükür! Es war zu einfach! Die Entstehung, weißt du, Şükür einfach mal draufhauen wollen, das ist doch genau richtig. Warum nicht direkt? Warum nicht gleich so? Warum erst in Minute 60? Wo es schon nach Punkteteilung aussehen könnte, Ercan. Spiel nochmal, Havuchu. Erdem. Erdem. Da war der Brasilien. Die sind jetzt natürlich aufgestachelt. Ja, weil so ein Tor kassiert es nicht gerne. Da ist alles schief gelaufen. Was schief gehen kann und es nervt einen. Das weiß ich aus Erfahrung. Da will man einfach alles zerstören nur noch. Rein fußballtechnisch und auch so wie hier. Rein faulmäßig. Rivaldo wird gefoult, dann soll er nicht so rumrollen, wieder aufstehen und weitermachen.
Wir sind ja nicht bei Baby Born oder so, ja? Wir machen hier harten Kampfsport. Parade zum ersten. Keeper stand schon wieder ein bisschen fragwürdig, aber naja, gut. Von mir aus. Okan. Okan. Voll ins Gesicht. Mit dem Fuß. Und Şükür. Kommt da auch nicht ran. Türkei. Die Türkei ist deutlich schneller als Costa Rica, das merkt man. Sehr deutlich, aber... Brasilien ist halt trotzdem noch besser. Machen wir uns nichts vor. So ist es. Ercan. Okan, Freunde. Könnte was werden. Şükür, komm. Schön. Die Lücke. Schön. Havucu, schön. Aber voll auf den Mann. Schade. Vielleicht wird er ja diesmal Spieler des Tages. Dann weiß ich wenigstens Bescheid. Oh, Şükür. Riesenpass. Hakan Şükür! Mann! Aber der Pass war lecker! Mann, was war der Pass lecker? Unfassbar! Havucu nochmal! Schussversuch! Schussversuch, Pfosten! Erdem! Okan! Es soll gerade wohl nicht sein. Okan, nächster Versuch. Ab nach vorne. Abgeprallt. Brasilien mit Konterchance. Wenn sie ein bisschen schneller wären. Ercan. Ich sag gar nichts mehr, weil es macht sowieso jeder, was er will hier. Şükür. Ja! Zwei! Wunderschön hat er sich da durchgesetzt. Das ist lecker bis zum geht nicht mehr. Und das ist das 2:1 für die Türkei. Läuft ja richtig hier. Unfassbar. Havucu, nächste Chance. Machen sie hier wirklich alles kaputt? Die alten Türken. Okan. Okan, ah, schade. Den hätte er kommen können. So ist es Hakan Şükür. Mit dem 3:1 fast. Ich glaube es nicht. Ich glaube das nicht. So oder so ähnlich. Alpay. Die Türkei lässt jetzt nichts mehr anbrennen. Die lassen sich diesen Sieg hier nicht mehr nehmen. Das ist zumindest der Plan. Şükür hätte vielleicht grätschen sollen. Ein anderes. Naja, okay. Lass mal so durchgehen. Taifun. Haut weg. Genau richtig. Jetzt nicht lang schnörkeln. Ohne große Schnörkel. Wie ein gewisser This is Football 2003 Kommentator gesagt hätte. Und so machen wir das auch. Alpay. Erdem. Gibt es noch eine Chance? Und wenn ja, für wen? Korkmaz. Die Türkei stellt sich wirklich gut an. Bisher muss man echt sagen. Şükür. Ball kommt rein. Gibt aber keinen Eckball. Verteidigung macht es gut. Taifun. Die letzte Chance für Brasilien. Jetzt komm. Korkmaz. Gut. Schiri Pfeife ab. Tu es für mich. 66% Ballbesitz Brasilien. Sagt alles. Yes! Hakan Şükür, völlig zu Recht, Spieler des Tages. Was ein wunderschönes 2-Tor. Das erste war zusammengelackt, das zweite war einfach nur lecker. Brasilien geknickt wie Strohhalme. Gehen sie vom Platz. Aber das sehen wir gar nicht mehr, denn es interessiert ja keinen. Wir wollen nur die Sieger sehen. Die Sieger stehen immer im Fokus, die Verlierer nicht. Es sei denn... Man ist Lionel Messi und wird im Finale noch zum Spieler des Turniers gekürt. 2014. Aber das ist gar nicht so wichtig. Ich weiß gar nicht, worüber ich hier rede gerade. Was ich mache, ist erstmal ein bisschen entspannter hinsetzen hier. Und Costa Rica. Na, sag ich nur. Brasilien hat gegen China gewonnen. Erwartungsgemäß möchte ich es nennen. Und Costa Rica hat auch gewonnen. Mit 2:1. So. Der Rest, Deutschland 6 Punkte, vielen Dank. Endlich mal was Realistisches hier. Dieser Rotz und Voll. Argentinien, stimmt, die sind in Gruppe F rausgeflogen letztes Mal. Das wird dieses Mal leider nicht passieren. Höchstwahrscheinlich zumindest. Costa Rica, Türkei, das nächste Mal. Ich freue mich drauf, Tipp und Loni. Gönnt euch, Kinder, und haut raus.